Für mich sind das Find My System, was beispielsweise die AirTags nutzen, und MagSafe, die interessantesten kleinen Mini-Ökosysteme aus dem Hause Apple, weil beide Systeme so viel Potenzial für extrem cooles Zubehör haben, wenn Apple das doch mal genauso sehen würde. Stattdessen haben hier in beiden Systemen Dritthersteller die besten Ideen. Und ESR zum Beispiel hat mir etwas zugeschickt, was dabei herauskommt, wenn ein MagSafe Wallet und ein AirTag ein romantisches Wochenende miteinander verbracht haben. Wie gewohnt gibt's jetzt also 2 Minuten Fakten und mein anschließendes Fazit zum Card Wallet mit Find My Funktion von ESR. Los geht's! Also, wenn ich auf etwas verzichten könnte, wäre es definitiv Kleingeld. Deswegen habe ich in meinem Alltag auch immer ein Slim Wallet in der Tasche. Aber getreu dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn, reichen schon kleinste Hindernisse, um dafür zu sorgen, dass ich vor dem Verlassen des Hauses das erwähnte Portemonnaie hektisch und zeitaufwendig suchen muss. Dank ESR könnte das jetzt der Vergangenheit angehören. Denn wo manche Hersteller diverser Slim Wallets versuchen, irgendwo einen Platz für ein AirTag bereitzustellen, geht man bei dem Card Wallet von ESR einen ganz anderen und meiner Meinung nach den einzig richtigen Weg. Das Ding ist, bis auf eine Kleinigkeit, ein AirTag. Aber fangen wir ganz am Anfang an. Das ESR Find My Wallet hat im Prinzip 3 Aufgaben. Zuallererst will es als Ersatz für euer Portemonnaie dienen. Bis zu 3 handelsübliche Karten haben in diesem Platz und sind auch immer wieder schnell und einfach zu erreichen. Das zweite Feature ist ein MagSafe Kickstand mit eingebauter Fingerschlaufe à la PopSocket. Damit kann beispielsweise ein iPhone oder ein anderes Smartphone mit MagSafe-kompatiblem Case in nahezu jedem Winkel von flach bis steil aufgestellt werden und sowohl Hochkant als auch Querformat ist hier kein Problem. Für die Einhandnutzung gibt es dann die gerade eben erwähnte Fingerschlaufe, welche euer iPhone quasi an eure Hand tackert. Und damit ihr nicht irgendwann nur noch mit dem Wallet in der Hand dasteht, ist der magnetische Halt mit 1500 Gramm massiv. Ehrlicherweise so massiv, dass ich das Wallet sogar mit einer ultra dünnen Aramid-Hülle nutzen kann, welche eigentlich kein MagSafe unterstützt. Und die Kirche auf dem delikaten Törtchen ist dann ganz klar der verbaute halbe AirTag. Dieser macht es möglich, euer Wallet über das Apple Find My Netzwerk aufzuspüren, wenn ihr es verloren haben solltet, und für die besondere Suchorgie im eigenen Zuhause gibt es dann auch noch einen kleinen Lautsprecher, der ein Signal geben kann. Einzig die Präzisionssuche eines echten AirTags kann dieses Wallet nicht, aber bei so einem breiten Fähigkeitskatalog drückt man hier gerne ein Auge zu. Das Wallet gibt es in Schwarz und Braun. Der integrierte Akku kann magnetisch geladen werden und hält bei voller Ladung rund 3 Monate. Alle Feinheiten zum Design und meine persönlichen Erfahrungen gibt es aber nun in meinem Fazit. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Technikprodukt in der Hand hatte, was gleichzeitig so simpel ist und mich so gefangen hat wie eben dieses. In meinem Alltag bin ich eine pure Katastrophe. Ich kann gar nicht mehr aufzählen, wie oft ich mein Portemonnaie oder auch meine Schlüssel verlegt habe und wie viel Zeit das kombiniert in Anspruch genommen hat, diese eben wiederzufinden. Allein aus diesem Grund habe ich mir schon mehrere Gedanken gemacht, wie ich ja mein aktuelles Smart Wallet, Mini Wallet, wie auch immer, irgendwie in AirTag unterbringen kann. Den Gedankengang kann ich jetzt vollkommen vergessen. Seit das ESR-Wallet bei mir in der Post gelegen hat, hat mein altes Portemonnaie ausgedient. Und ja, mir ist bewusst, dass das Ganze hier ein kleines bisschen nach bisschen zu positiver Werbung klingt, einfach nur weil ESR mir das Ding zugeschickt haben. Aber ich muss sagen, so simpel wie das Ding ist, so gut ist es auch. Kommen wir wieder zurück zum Review-Teil dieses Videos und fangen bei Optik und Verarbeitung an. Ich denke, es wäre sinnvoll zu erwähnen, dass das ESR-Wallet so noch nicht auf dem Markt ist, denn es befindet sich gerade in der Anfangsphase seiner Kickstarter-Kampagne und die Links dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung, im Pin-Comment und so weiter und so weiter. Ich habe das ganze Ding hier ziemlich lieblose verpackt in einer Kartonhülle mit ein bisschen Polsterung bekommen. Für euch sieht das Ganze natürlich etwas anders aus. Nichtsdestotrotz ist das hier nicht nur ein seriennahes Produkt, sondern ziemlich genau da, wo es denn auch mal sein sollte. Dementsprechend kann ich das Ganze hier so bewerten, wie als wenn es schon auf dem Markt ist. Aber ohne sämtliche Packungsbeilagen musste ich ein bisschen kreativ werden, was die Informationsfindung zu dem kleinen Ding hier angeht. Auf der Kickstarter-Kampagne und meinem kleinen Mini-Briefing habe ich herausgefunden, dass das ganze Ding hier aus veganem Kunstleder besteht. Und ich muss sagen, die Verarbeitung ist hier so, wie man es sich wünschen möchte. Die Kanten sind sauber verarbeitet, das Material hat keine Fehler oder ähnliches und was ich ganz besonders cool finde, neben der einfachen Funktionalität des Designs, hat sich ESR auch noch ein kleines bisschen Mühe gegeben, das Ding auch noch schön aussehen zu lassen. Sinnvolle Ziernähte, ein paar kleine hübsche Metallapplikationen und so weiter und so weiter. Und abseits vom Design merkt man, dass sich hier ESR auch ein kleines bisschen funktionale Gedanken gemacht hat. Beispielsweise dieser kleine Fingerriemen, welcher mich ein bisschen an einen Popsocket erinnert, kann in seiner Endposition
in beiden Richtungen quasi fixiert werden, dass sie nicht entweder versehentlich ein- oder ausklappt. Das Scharnier ist hier wirklich cool gemacht, weil es extrem stramm ist und quasi in jedem einzelnen Winkel hält. Trotz der Tatsache, dass es so stramm ist, gibt es aber im zusammengeklappten Endpunkt trotzdem nochmal einen kleinen Magnet, welcher uns davor schützt, dass sich das Ding möglicherweise ungewollt irgendwie aufklappt oder so. Also, naja, keine Wünsche offen. Und egal wie gründlich ich suche, ich finde hier einfach keine Punkte, welche sich mir optisch irgendwie negativ äußern. Klar, im Laufe der Zeit wird auch veganes Leder immer ein kleines bisschen mitaltern. Aber ich denke, das ist auch immer ein kleines bisschen der Charme an Lederprodukten oder an lederangelehnten Produkten. Aus was für einem Leder das hier ist, weiß ich nicht. Ob es jetzt irgendwie dieses typische Apfelleder oder irgendwie sowas ist. Es wirkt wirklich schön und angenehm. Wie habe ich das Wallet im Alltag verwendet? Auf der Rückseite im Kartenhalter findet sich genau Platz für 3 Karten im handelsüblichen Kreditkartenformat. Mehr leider nicht. Wenn man vielleicht nur 2 Karten reinpackt, hat man vielleicht noch ein bisschen Platz für gefaltetes Scheingeld, aber das war es dann auch wirklich. Darüber hinaus keinerlei Staumöglichkeiten für irgendwas. Ich selber habe das Wallet so genutzt, wie es genutzt werden sollte. Mit 3 der wichtigsten Karten, welche ich normalerweise mit mir rumgeschleppt habe. Die Karten sind leicht einzuführen und mit einer kleinen Aussparung am unteren Ende kann man diese auch leicht wieder ausschieben. Und selbst wenn man nur eine einzelne Karte mit sich rumtragen sollte, hält diese aufgrund einer kleinen Feder im Inneren ziemlich sicher. Da muss man sich also keine Sorgen machen. Aber mal ganz unter uns Technikbegeisterten. Wenn man es darauf anlegt, kriegt man in dem Kartenhalter sogar 4 Karten unter. Ich wollte das Ganze aber nicht allzu sehr ausreizen, um das ganze Ding vielleicht sogar im Laufe meines Tests schon zu ruinieren. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass, wenn man es wirklich darauf anlegt, hier nicht allzu viel schief gehen könnte. Aber angegeben sind halt 3 Karten. Aber wie gerade schon eben erwähnt, neben dem Kartenfach gibt es halt keinerlei anderen Stauraum, wie zum Beispiel für Scheingeld oder Kleingeld oder irgendwelche Einkaufschips oder irgendwie sowas. Für mich, der auf dem Land wohnt, ist das ab und zu ein kleines Problem. Ja, das einfache Volk. Egal, weiter zum Kickstand. Diesen finde ich erstaunlich nützlich und ich nutze ihn bedeutend öfter, als ich es vermutet hatte. Er ist wirklich stramm einstellbar, hält in fast allen Winkeln, von flach bis steil und es gefällt mir hier wirklich gut, dass man das iPhone hier sowohl im Hochkant als auch im horizontalen Modus per MagSafe an das Wallet anpacken kann. Und darüber hinaus gibt es ja noch das Apple Find My System, welches ein wahrer Segen ist für den Schussel in mir. Wer schon mal ein AirTag oder ein anderes vergleichbares Gerät angemeldet hat, fühlt sich hier sofort wohl. Es ist zwar nicht so einfach wie beim AirTag, dass man es einfach nur in die Nähe bringen muss, sondern man muss es manuell in seinem Find My System anmelden. Darüber hinaus ist alles aber narrensicher und kinderleicht. Es geht schnell und es ist zuverlässig. Darüber hinaus arbeitet das ESR Wallet genauso zuverlässig wie jedes andere Apple-Gerät auch. Bedeutet, ESR scheint hier die Lizenzen gezahlt zu haben. Wenn ich mich beispielsweise von meinem Wallet entferne, bekomme ich eine Benachrichtigung oder wenn ich es als verloren markiere, kann ich es immer wieder in meinen Karten wiederfinden. Genauso hatte ich es mir vorgestellt, als ich das erste Mal von dem Wallet gelesen habe. Es gibt allerdings einen kleinen Wermutstropfen, denn ein richtiger Diebstahlschutz ist dieses Wallet leider nicht. Erstens, man kann die Karten ziemlich einfach rausnehmen und zweitens gibt es für das Find My Modul einen Ausschalter. Das ist irgendwie doof. Naja, was will man machen? Und natürlich ist es noch ein kleines bisschen schade, dass das Ding keinen U1-Chip verbaut hat. Bedeutet, die Präzisionssuche, wie beispielsweise bei den AirTags, ist hier leider nicht möglich. Aber ich muss sagen, der verbaute Lautsprecher und der Signalton ist wenigstens gut gewählt. Das, wenn man sich im gleichen Raum befindet und den dann abspielen lässt, ist hier auf jeden Fall das Finden immer einfach gemacht. Fazit. Im Laufe der letzten ungefähr 2 Wochen, in denen ich mit dem ESR Wallet unterwegs war, konnte ich fast nicht glücklicher werden. Im direkten Vergleich zu meinem vorigen Slim Wallet habe ich natürlich gemerkt, dass ich ein paar weniger Karten dabei haben könnte und natürlich auch fehlendes Fach für Kleingeld oder ähnliches. Nichtsdestotrotz bin ich aber extrem zufrieden gewesen. Wenn ihr allerdings ein sehr großes Maß auf Sicherheit legt, ist das ESR Wallet vielleicht nichts für euch, denn es hat nicht diese RFID-Abschiebung wie zum Beispiel andere Slim Wallets auf dem Markt, unter anderem halt auch mein Secret. Und die Tatsache, dass das Wallet mittels MagSafe ziemlich sicher an eurem iPhone hält, macht es fast unmöglich, dieses einfach im Affekt zu vergessen. Und ein kleiner Nebenbonus ist ja auch noch, ich habe in einem meiner früheren Videos schon mal auf diese kleinen MagSafe-Kleberinge angesprochen. Wenn man davon einen beispielsweise an einen seiner speziellen Orte zu Hause oder irgendwie sowas aufhängt, findet man hier einen coolen Ort fürs MagSafe Wallet, wo man es immer wieder anklatschen kann, dass man sich vielleicht auch mal angewöhnt, es immer da abzulegen, wo es hin muss. Naja, um es vielleicht irgendwann mal nicht zu verlegen. Aber das werde ich sowieso nicht schaffen.
Wenn ich euch nur mit meinem Enthusiasmus angesteckt haben sollte, schaut wie gesagt einfach mal in der Videobeschreibung und im Pin-Comment vorbei, denn da ist ein Link zu der Kickstarter-Kampagne zum ESR-Wallet, wo ihr einiges an Geld sparen könnt. Ich bedanke mich wie immer, dass ihr da wart und wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten wollt, ist ein Abo eine echt gute Idee. Danke, dass ihr da wart, für eure Zeit und alles drum und dran. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche wie immer beste Grüße von der grünen Wiese, euer Manuel.